Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zu einem weiteren Livestream am Samstag hier. Wir spielen zuerst Slay the Spire, die tägliche Herausforderung, wie angekündigt. Dann werden wir ein bisschen Breath Edge spielen und dann möglicherweise auch nicht, ein bisschen Rocket League, allerdings alleine. Die Kugel isst lieber Gänse, statt hier zu sein. Was natürlich eine Frechheit ist. Nein, wir machen tägliche Herausforderung, täglicher Aufstieg. Der Charakter ist das Defekte. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Habe ich so irgendwie im Kopf. Das Defekte war, glaube ich, wirklich lange nicht mehr. Modifikatoren sind Sealed Deck. Erstelle ein Deck, in dem du aus 30 zufälligen Karten wählst. Interesting. Zukunftsgewissheit. Die Karte zeigt einen neuen Pfad. Ausruhen an einem Lagerfeuer halte ich komplett, aber kostet dich maximal Trefferpunkte von 5. Okay, interesting. Das heißt, wir wollen uns eigentlich weniger ausruhen. Oder gar nicht. Okay, und wie viele kann ich jetzt da auswählen? 10 Karten aus diesem Deck. Okay, puh. Jetzt muss man nachdenken auch. Das ist ziemlich... Okay, wir hätten ein Krallendeck anzubieten. Aber ohne wirklich die richtige Karte dabei. Ja, wir haben Rückstoß, Hologramm. Sprung als Verteidigung. Wir hätten Stromlinien noch. Stapel zum Verteidigen. Wie viele Verteidigungskarten haben wir eigentlich? Das ist meistens das, was einem fehlt. Stapel, wenn wir jetzt nicht Orbs gehen. Haben wir ein Defragmentieren drin? Nein. Okay, Stapel. Sprung. Noch ein Stapel. So viele Stapel brauchen wir vielleicht gar nicht. Ich meine, eine Kälte könnten wir uns nehmen. Strahlenzelle. Hologramm. Also, ich könnte mir Hologramm. Rückstoß. Kralle. Warte mal, wie viel sind das jetzt? Einmal, zweimal, gerade viermal. Einmal Strahlenzelle fünfmal. Sechsmal. Zwei Rückstöße brauchen wir nicht wirklich. Siebenmal, achtmal. Neunmal. Habe ich jetzt die Kälte schon dazugezählt? Bin mir nicht sicher. Servus, Redgif! Aber ich glaube, wir machen das Krallendeck. Also definitiv die beiden Krallen. Einmal ein Hologramm. Also ich dachte, wenn ich draufklicke, nehme ich sie schon. Deswegen war ich jetzt so vorsichtig. Einmal Strahlenzelle. Einmal auf alle Fälle Sprung. Eine Stromlinie nehmen. Einen Rückstoß habe ich schon, oder? Einen Rückstoß habe ich schon. Ich brauche nicht zwei. Oder brauche ich zwei Rückstoß? Na, ich finde irgendwie nicht unbedingt. Habe ich die Strahlenzelle? Ich habe die Strahlenzelle. Wie viele Karten habe ich? Shit. Noch ein Stapel. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9. Eine Karte mehr könnte ich noch nehmen. Ich könnte die zweite Stromlinie nehmen. Das aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel bringt. Lieber eine Stromlinie. Das Kraftfeld bringt mir halt im Moment nicht. Ich könnte natürlich den Rückschuss nehmen. Ich glaube, ich nehme lieber die Kälte, weil das ist dann erstens, gibt es mir immer ein bisschen Block und zweitens ist es vorbei. Nice. Ist es vorbei nach dem ersten Mal. Also, ich habe die Karte dann nicht mehr und damit kriege ich nur die Karten, die ich eigentlich haben wollte. Einmal Kralle. Ich meine, Stromlinie logischerweise. Stromlinie nochmal nehmen bringt nichts, aber die Kralle nochmal nehmen bringt was. Strahlenzelle. Rückstoß, Kralle und dann hätten wir es eh schon. Noch ein Sprung gefällt mir gerade sehr gut hier, weil eher das Verteidigen ist das Problem momentan. Und zwei Sprünge sind schon mal super fürs Verteidigen. Einmal Strahlenzelle, einmal Rückstoß, einmal Kralle, einmal Sprung und dann Stapel. Einmal Kralle, nochmal Kralle und Stromlinie. Ich war übrigens beim letzten Mal deppert, beim letzten Daily und habe vergessen, dass wir... Das, ich glaube, in einem Modifikator war das... Der dafür gesorgt hat, dass die erste Karte vom Nachtischstapel immer weggeworfen wird. Ich meine, das passt eigentlich schon. Wir haben jetzt natürlich eigentlich schon relativ viel Block. Ich frage mich, ob ich Systemstart lieber nehmen soll als Schilde hoch. Ich glaube fast. Wobei Schilde hoch mir natürlich länger halten bleibt. Keine Frage. Ich meine, Karte loswerden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, scha. Aber ich kann ja nicht mehr Geld haben. Es ist nicht meine Schuld. Ma, wäre das gut gewesen. Ich könnte mir das Schild hoch uns auch noch dazu nehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich will. Aber was will ich denn wegnehmen? Ich will ja nichts wegwerfen.
oder? Oder ein Stapel vielleicht? Sind zwei Stapel zu viel? Ich glaube fast. Wir hauen einen Stapel dafür weg, dass wir uns mehr Block genommen haben. Kommt hier noch ein Shop irgendwann? Nein, okay, dann bin ich nicht so angefressen, dass ich das gerade aus dem Fenster geworfen habe. Wir verbessern. Und zwar verbessern wir, glaube ich, das allererstes Mal die Strahlenzelle viel mehr verwundbar. Der Unterschied zwischen 2 und 1 von entweder schwach oder verwundbar ist einfach so groß, finde ich. Wir haben jetzt nicht gleich wieder einen Shop. Will ich trotzdem in Zweifel nehmen? Ich glaube fast nicht. Na. Kannst du dir gestohlen bleiben. Jetzt schmieden wir als nächstes entweder die Krallen natürlich. Das Hologramm besser machen hilft auch was. Ja. Nur 5 Block. Aber es ist nicht mehr Chef, dann kann ich das immer wieder zurückkriegen. Das ist für später gut. Noch ist Hologramm nicht so cool. Hologramm ist dann eher mit einer Karte wie alle für einen oder so super. Aber schlecht ist auch nicht. Wir machen jetzt die Kälte als erstes natürlich. Auf dich nochmal losgehen bringt nichts. Also gehen wir auf dich. Hologramm. Nehmen wir uns natürlich die Kralle wieder und nochmal drauf gehört. In Systemstadt müssen wir jetzt eigentlich gar nicht spielen. Wir haben so genug Block. Okay. Das heißt mal du. Dann fragt sich jetzt, wie ich. Na, ich muss den Sprung spielen. Das heißt, ich kann leider keinen Rückstoß machen. Aber wir haben so wenig Karten, es ist gar nicht so wichtig, der Rückstoß. Den Rückstoß könnte ich fast auch noch loswerden. Das ist so schnell wieder. Also wir haben sie so schnell wieder. Das ist eigentlich eh super für ein Krallendeck. Okay, du wärst schon mal hin damit. Können wir ja, wir können Rückstoß machen. In dem Fall nehme ich doch Rückstoß und ich nehme gleich die Kralle, wobei Stromlinie kurzzeitig noch besser wäre. Aber über lange Zeit und der Kampf dauert schon noch ein bisschen. Ist, glaube ich, besser, wenn ich die Kralle jetzt zurück in den Nachziehstapel gebe. Obwohl jetzt noch die Stromlinie mehr Schaden gemacht hat. Ich käme mittlerweile. Hier haben wir das drauf. Mit dem killen wir dich und dann einmal Stapel. Kommen wir auf genug Block. Wunderbar. Wir haben aber Schaden genommen hier, oder? Das war von denen. Naja. Schade, sonst hätten wir mehr Punkte bekommen. Systemstab brauche ich hier nicht verschwenden. Er schöpft ja, wenn man es ausspielt. Deswegen lasse ich es jetzt lieber. Einmal Stromlinie, einmal ein Hologramm und die Stromlinie nochmal. Und dann wären wir durch. 30 Gold Blutfiole ist geil, weil wir ja nicht bei Lager und Feuern heilen wollen, weil wir ja sonst Trefferpunkte verlieren. Und außerdem wäre ich sowieso lieber Schmiede. Wir haben ja noch genug, dass sie durchaus wert wäre zu schmieden. Ich glaube, wir fangen mit Stromlinie, machen wir als nächstes 20 Schaden. Ich würde natürlich auch gerne beide Krallen schmieden. Traumfänge, immer wenn du dich aussuchst, kannst du eine Karte für den Deck wählen. Ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Fast alle für einen und vielleicht in die Augen wären noch so zwei Karten, die mich interessieren. Ansonsten eigentlich nicht mehr so viel. Ich Rückstoß, Stromlinie und we basically done next turn. Ja, wir machen mal so. Und das ist jetzt alles null. Kann ich dich killen? Na. Ganz knapp nicht, aber wir haben einen Systemstart. Von dem her macht's nicht viel. Du wirst hin. Bisschen Overkill. Stapel, Strahlenzelle. Nein, brauchen wir alles nicht. Ich brauche nicht mehr als ein. Was auch immer das war. Strahlenzelle, genau. Ah, den Kampf mag ich nicht, aber it's fine, kinda. Können wir irgendwen killen? Drei, nicht wirklich. Und mit Sprung. Systemstart sind wir auf 19 Block, 22. Geht sich geradeaus. Aber ich mag diesen Kampf überhaupt nicht. Kälte ist hier gut gegen die. Haben wir schon eine Kralle da unten? Ich glaube fast, oder? Also machen wir mal Rückstoß, eine Kralle, zweite Kralle und dann einmal Sprung. Ich hätte einen von den beiden auch killen können. Also ich glaube, es kommt nicht so sehr drauf an. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein schwerer Fehler war. Einmal Kralle. Einmal Stromlinie. Muss ich überhaupt Sprung machen? Nein. Kralle. Hologramm. Kralle. Dann. Wunderbar. Nein, brauche ich alles nicht. Dankeschön. We pretty much set. Ja, mache ich halt nichts erst tot. Ein. Einmal, zweimal. Will ich den Systemstart machen? Ich glaube, so lange dauert der Kampf nicht, also machen wir. Es ist relativ wurscht, weil den einen Schaden halte ich eh wieder weg, weil wir Blutfiole haben. Kälte können wir dazuhauen, das ist jetzt nicht so geil, leider. Hologramm.
Der Kampf dauert nicht zu lang. Wir machen Rückstoß, Stromlinie und dann ist er nächste Runde tot. Nein, brauche ich jetzt nicht. Dankeschön. Da wird es ein Defekt mit Tieren. Alle für einen. Perfekt. Nimm alle Karten und kosten 0 vom Apfelstab. It's exactly what I need. Wunderbar, dass es bei beiden Shops war. Haben wir Glück gehabt. Und diesmal sogar affordable, obwohl ich ein bisschen Geld ausgegeben habe im letzten Mal. Ja, jetzt brauche ich eigentlich keine Karte mehr. We fine now. Das ist nett. Das gefällt mir. Wir machen Hologramm, nochmal Makrale und Systemstart noch. Könnte ein ziemlich guter, was ist schon wieder Abwurf, oder? Ja, könnte ein ziemlich guter Daily werden, wenn ich es nicht verkecke. Was natürlich nie, von dem nie auszugehen ist. Ich glaube, ich fange jetzt an, oder ich tue den Block schmieden. Die schmieden bringt nichts, nur mehr Schaden. Aber die es bringt halt nur 2 Schaden, die blöden Krallen zu schmieden. Deswegen bin ich immer so, muss ich die Krallen wirklich schmieden? Vielleicht tue ich lieber noch die Sprünge schmieden, bevor ich die Krallen schmiede. Okay, das Problem mit dir wird eher jetzt nicht... wir haben leider am Anfang ein bisschen viel Verteidigen hier bekommen. Den Schaden nicht zu nehmen. Jetzt im nächsten Zug. Ich hätte schon die Stärke saufen sollen. Was sehr schwierig wird, wenn ich jetzt 2 Sprünge bereits hier losgeworden bin. Ja. Also wir hauen den Schwächetrank drauf. 30 Block kriege ich. Kriege ich 30 Block zusammen. Okay, wir machen mal Krale für alle Fälle. Ich stapel zumindest 6. Wir machen Hologramm. Das ist meine beste, oder? Ja. Einen verbesserten Sprung. Und einen Stapel. Ne, wir kommen aber nicht auf genug Block, leider. What a sad story. Das heißt, wir lassen hier jetzt leider Punkte liegen. Das ist ein bisschen Method, weil wir ihn eigentlich vom Schwierigkeitsgrad easy killen könnten, ohne Schaden zu nehmen. Aber es ist sich leider... von daher, wie die Karten gelegen sind, nicht ausgegangen. Ich meine, jetzt ist es so ziemlich egal, weil sterben werden wir sowieso nicht. Servus, Fladen, ja voll. Mehr Krallen stören auch nie. Wobei, naja, stimmt. Mehr Krallen stören eigentlich nie. Aber wir haben hier 2. Ich finde es eigentlich gerade angenehm, muss ich sagen. Ich finde das Deck echt angenehm. Will ich mit. Wir machen Kralle. Hätte auch noch die Stromlinie wieder zurücklegen können. Aber die Krallen sind leider. Du bist tot. Extrem tot. Wonderful, abgesehen davon. Neustart? Na, unnötige Karte. Zusätzlich. Ich glaube, das bringt uns höchstens dazu, dass wir weniger Leute killen, ohne Schaden zu nehmen. Das will ich eigentlich nicht machen, obwohl ich die Energie gern hätte. Es ist nur 1 Stärke. Vielleicht, ich meine, bei den meisten ist es wurscht. Bei den Bossen ist 1 Stärke normalerweise egal. Macht keinen großen Unterschied. Das einzige Blöde sind eigentlich die... Ich nehme es vielleicht doch... Das bringt einfach gar nichts hier. Winziges Haus ist so mess. Das fadeste Bossrelikt, das es gibt. Ich brauche nicht wirklich eine Karte. Na, wir nehmen Steinerweisen. Auch wenn ich vorher dagegen argumentiert habe. Ich habe mich schon wieder umentschieden. Die Shop. Ich meine, eigentlich wollen wir bei Shops eher Relikte momentan. Oder mittlerweile. Wir machen Kälte, Kralle, Hologramm, Rückstoß, Kralle und Systemstart. Blocken fast alles. Fast alles ist natürlich bekanntlich nicht alles. Okay, einmal, zweimal. Wir könnten die Stromlinie spielen, aber ich mag nicht. Ich mag lieber mehr Krallen spielen und den Sprung hier. Weil ich sonst Schaden genommen hätte. Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir müssen ein bisschen über aufpassen mit dem Schaden, weil wir ja nicht heilen können. Also wir können schon heilen. Aber büßen dafür Max-Trefferpunkte ein. Bei Lagerfeuern. Das heißt, ich mag... Ja, ich meine noch eine zusätzliche Kralle. Ist schon richtig. Stört nicht. Rest interessiert mich eigentlich nicht. Dramatischer Auftritt. Ich meine, hilft's nichts, schaut's nichts. Naja... Dann haben wir plötzlich wieder die Anfangshand voll mit Zeug, das nicht so wichtig ist. Das zwar nicht schadet, aber auch nicht wirklich viel. Was ist einmal heilen? Habe ich jetzt gar nicht verstanden, wo wir waren. Einmal Kälte. Einmal Systemstart. Okay, nein, das sind Willi. Merde. In welcher Reihenfolge wir das machen?
Guter Anfang. Kralle. 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 Alle Fernen. Alle Fernen. Ich liebe das beim Krallendeck. Und wieder Kralle, Kralle, Kralle. Nein, nein, nein. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr. Ich wüsste gar nicht mehr, was es mir das Spiel anbieten könnte. Eine Beinarbeit, was natürlich nicht geht, weil das hier nicht die Stille ist. Das sollte man es nämlich fast machen. Ah, das ist ein bisschen viel Schaden am Anfang. Ha, findest nicht? Ich finde schon. Wir gehen mal zuerst auf dich los. Spiel das gleiche Spielchen wie immer. Rückstoß. Kralle. Zweimal blocken. Blocken leider nicht alles. Das ist eine traurige, traurige Geschichte. Einmal Strahlenzelle. Okay, hier gehen wir jetzt einfach mal voll auf Mördern. Oder nicht. Weil ich lieber Stapel mache, weil ich ein feiger Hund bin und nicht 13 Schaden nehmen will. Maybe. Actually, we're doing that. Du kriegst mal Strahlenzelle ab, du kriegst die Kralle ab und wir machen... Sei, ich meine, na, es ist die 6 Schaden, das ist wirklich nicht wert. Sonst kommt, macht jetzt hier einen Bullshit nächstes Mal und ich kann ihn nicht killen. Wir machen es so. Sieg. So, bitte nicht mich jetzt fertig machen. Ich bräuchte... I don't like this start. Actually, I do not like this start. Ein bisschen mehr Angriffe wären hier ganz lahmend gewesen. Echt nicht schlecht. Das ist jetzt langsamer als... das wird gefährlich werden. Strahlenzelle, Kralle. Wie ich überhaupt Hologramm machen, ist die Frage jetzt. Ist es wert finden? Ich glaube fast, ist es leider nicht wert. Das macht's nur... Macht sie nur grantig. I might die. Probably not, though. Machen wir mal das, das. Alle Vereinen. Kralle, Kralle. Jetzt schon. Ich meine, ein Sprung bringt schon extrem viel. Wir machen einmal Sprung. Vom Block her. Okay, Strahlenzelle. Kann man dich killen diesmal? Ja. Yep. Oh, ja. Yeah. Like so, ja. Ich habe vergessen, dass da noch alle Vereine rumkugelt. In dem Abwurfstapel. Okay, Steinkalender. Gremlinhorn. Ich weiß nicht, was das wert? Batterieladen. Interessant. Kann ich Batterieladen nicht nehmen? Was könnte ich dafür loswerden? Ich könnte die Stapel loswerden. Ich glaube, ich nehme lieber das Batterieladen und wir nehmen vielleicht Indo. Oder werden, wenn es noch irgendwo geht, den Stapel los. Ah, oh, der Fokustrank. Right. Ah ja, 5 Max-HP sammeln, heilen, das ist richtig. Entfernen eine Karte und verbessern eine zufällige Karte. Keiner liked this. Wie können wir jetzt schon den Stapel loswerden und ich krieg noch eine Karte dafür verbessert. Kälte, nice, angeboren, okay. Will ich jetzt einmal heilen? Ja. Ja, einmal werden wir heilen müssen, oder? Wir können noch vorne mit... Heilen wir einfach und bringen es hinter uns. Wir springen, haben immer noch 70, reicht locker. Und ja, da hätte etwas schief gehen können. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ja, wir machen einmal Kälte. Strahlenzelle bringt dir leider noch nicht so wahnsinnig viel. Das bringt überhaupt alles nicht so wahnsinnig viel, muss ich sagen. Ich meine, du bist wenigstens höchstwahrscheinlich nächstes Mal tot. Ich brauche nicht wirklich mehr Energie, aber es kann manchmal nützlich sein und es ist einfach meistens besser als der Stapel. Ich habe ja nur 10 Karten. Der Stapel bringt aber nicht genug genug Block mit dem Deck, wenn ich ein kleines Deck fahre, was ich jetzt eigentlich gerade vorhabe. Noch eine Kralle. Nice. Haben wir die wieder drauf? Mhm, jetzt ist er natürlich wie immer ganz garstig. Immer ein Sprung, Sprung, Rückstoß, Stromlinie, Systemstart. Und blocken nicht sogar komplett. Wonderful. What a good job by me. Einmal auf dich gehaut, einmal auf dich gehaut, einmal auf dich gehaut und fertig. 15 Gold halte, genau in die Augen wollte ich noch haben. Right, okay, jetzt haben wir wirklich das Ganze. Schmieden, machen wir den zweiten Sprung noch besser oder die Krallen. Ich mache den zweiten Sprung noch besser. Und dann schmieden wir finally die Krallen. Bevor wir beim Endboss sind.
Kriegsbemalung? Ja, okay. Hätte ich jetzt nicht schmieden müssen, hätte es gerade gratis bekommen. Kälte selbstverständlich. Kralle. Alle Vereinen. Kralle. Hologramm. Kralle. Und Systemstadt. Blocken ist genau, oder? Fast genau. Okay, Kralle, Kralle. Batterieladen, Sprung. Sprung! Einmal Strahlenzelle. In die Augen bringt bei niemandem was, kostet aber auch nichts. Nochmal machen Rückstoß. Stromlinie. Stromlinie! Und Sprung. Kralle, Kralle, alle für einen. Und alles. Wonderful. Ist aber nicht wirklich nötig, die Echoform. Lohnt sich das? Es sind halt drei Energie am Anfang. Ja, Echoform. Alright, dann nehmen wir Echoform. Passt. Okay, einmal Kälte. Ich meine, wir können recht viel blocken am Anfang, ohne irgendwas auszugeben. Wir können jetzt gerade das Echoform spielen zum Beispiel. Machen das und das und dann nochmal System starten. Jetzt wären wir auf 17 Block und das reicht. Wonderful. Okay, was spielt man jetzt zweimal? Den Sprung zweimal spielen brauchen wir nicht. Die Kralle einfach zweimal, oder? Zählt es dann noch zweimal? Du müsstest dann 7 Schaden machen. Yes, okay. I dig. Machen wir das so. Dann machen wir das so. Oh, ich hätte mir das nochmal zurückholen sollen. Ja, that was stupid. It's fine though. Einmal Strahlenzelle, einmal in die Augen, einmal Kralle. Wir machen Rückstoßkralle, weil ich nämlich Stromlinie eh nicht spielen kann, weil ich sonst Strom nicht spielen kann und nicht blocken kann. Das würde mich mehr nerven. Ja, die Krallen werden zweimal gespielt. It's true, it's true. Makes sense, makes sense. Bam, Steve! Jetzt langsam wird schon wieder Stapel. Wenn ich noch mehr Krallen bekomme. Ich bräuchte auch noch, was auch noch nicht schlecht war, wie heißt das, wenn man 4 Karten zieht? Das kostet 1 Energie, das wäre auch noch nicht schlecht. Für das hier gerade. Okay, wir machen Kälte. Das bringt alles ein bisschen wenig. Von dem her machen wir einfach Rückstoß. Alle für einen und holen uns ein bisschen mehr Energie. Die Energie kommt mir gelegen. Wir machen Echoform, Strahlenzelle, Kralle. Alle für einen. Ich weiß, ich lasse gerade Stromlinie liegen. Ein bisschen ein Verbrechen ist. Dann dir drauf gehauen. Okay, nice. Dann gehen wir auf dich los. Dann haben wir das drauf und dann machen wir den Systemstart. Nehmen nicht einmal Schaden. Holy shit, hätte ich nicht gedacht. Okay, jetzt einmal. Dich killen wir noch länger nicht. Oh, ich hätte die Kralle nehmen sollen. Ja, dafür bist du jetzt für ewig geschwächt, which is nice. Wir haben alle für einen da hinten. Dann nehmen wir uns natürlich alle für einen. Killen dich weg. Whamsty. Dann kriegst du Strahlenzelle in die Augen. Zwei. Okay. We done. Gletscher braucht man nicht stapeln. Nein. Nicht nachdem ich ihn weggehaut habe. Ja, genau. Ich meine, ist jetzt zumindest zu dritt. Das heißt, die gibt es ein bisschen davon. Which is nice. Einmal Echoform. Definitiv Systemstart. Muss ich Hologramm machen? Keine Hälfte. Okay. Guck mal, 24 Blocks reicht immer noch nicht. Punktemäßig steigt man nicht so geil aus bisher, obwohl das Deck eigentlich geil ist. Meh. What kind of Bullshit ist das? Habe ich da eine. Hallo Krallen? Gibt es noch welche oder sind die aus? Ich hätte Stromlinie machen sollen, ich Trottel. Ich habe vergessen, dass ich Echoform habe. Wie üblich vergesse ich die Karte. Ich habe die jetzt nicht ganz, aber fast gekillt. Also. Jetzt hast du wahrscheinlich. Naja, du hast mich jetzt schon. Okay. This is annoying. Dieser Elite-Kampf ist extrem annoying. Du bist wenigstens hin. Okay, wir ziehen einen Sprung. Halle fucking Luja. Dass wir verteidigen sogar irgendwas.
So, jetzt mal kurz zweimal. Nehmen wir uns einmal Stromlinie, bist du schon fast tot. Jetzt bist du ganz tot. Dann haben wir dir das drauf. Das drauf. 53 Leben. Das haben wir nicht gebraucht. Das haben wir wirklich nicht gebraucht jetzt. Ich glaube, wir schaffen den Boss auch mit 53 Leben. Wenn es nicht ganz kacke läuft. Okay, wenn ich jetzt noch einmal vergesse, dass ich Echoform habe. Echoform ist einfach nur dafür gemacht, dass ich vergesse, dass ich es habe. Und zwar jede Runde aufs Neue. Na, ich brauche jetzt auch nicht gerade unbedingt, um ehrlich zu sein, aber... Mich fragte keiner, machen wir Kralle, Rückstoß. Wieso mache ich das so? Ich mache natürlich Rückstoß. Kralle, okay, warte kurz. Ich brauche einen Schluck Wasser. So, und jetzt ein bisschen weniger Bullshit zusammenspielen. Ich glaube, wir lassen diesmal Echoform sein. Batterieladen, Sprung, Kralle, alle für einen. Systemstart. Wir sind auf 26, brauche ich nicht. Das ist genau das, ja. Das ist genau der Block, den ich brauche, 26. Okay, perfekt. Wir machen das einmal, zweimal. Okay, dreimal. Dann Hologramm. Dann alle für einen. Whamsty. Und jetzt gehst du sterben. Nein, will ich alles nicht haben. Ich will nicht heilen hier. Wir fangen jetzt. Wichtig, ich hab dich eigentlich gerne flüchtig. Naja, hab ich dich gerne flüchtig. Machen wir dich nicht flüchtig, damit ich mich immer noch umentscheiden kann. Fuck, ich werd... Okay, nicht fuck. Das ist... Nein, ich kann Kälte nicht spielen, scheiße. Doch, fuck. Wir machen mal eine Echoform auf alle Fälle. Ich will die Kälte jetzt eigentlich nicht spielen, weil... Es kommen da noch zwei, die angenehm sein könnten. Mit Kälte. Ah, fuck. Also jetzt habe ich länger halt keinen so guten Block. Was auch nicht optimal ist. Ist immer noch ein Problem da drüben. Wir machen mal... Wir gehen schon zuerst auf... Oh, fuck, I forgot. Was habe ich da noch drin? Jetzt habe ich die Kälte, die ich zurückholen kann. Reicht das dann für den Block? Ich glaube nicht, oder? 7 plus... 3 mal 4, 12? Doch. Doch, das reicht. Ja. Ja. Okay, cool. Dann machen wir das und dann machen wir das. Also schon, ja, alle für einen nimmst du weg. Du bist aber eh gleich hin. Du bist nächste Runde hin. Das heißt, ich kann nächste Runde alle für einen machen. Scheiße, dann ziehe ich eine Karte. So eine Kacke, wenn ich ihn kill, dann habe ich nicht mehr alles am Nachziehstapel. Fuck. What a sad story. Jetzt ist alles wieder da. Na gut, aber dafür kriege ich zwei Krallen auf die Hand. Dann gehen wir auf nächstes Mal... Das nächste Mal auf ihn los. Dann kriegst du alle für einen drauf. Dann kriegst du nochmal zwei Krallen drauf. Und das auch hin. Jetzt haben wir nochmal eine Kralle. Wunderschön. Kriegst du Strahlenzelle, Kralle. Wollen wir noch einmal Batterie laden. Und soweit so gut. 11 mal 2. Kein Schaden nehmen, kein Schaden nehmen. Doppelt in die Augen ist ja geschwächt, was sehr viel Sinn macht. 16 kommen, kriegen wir schon fast selber zusammen. Aber mit Hologramm kriegen wir es zusammen. Das heißt, ich muss Systemstart nicht verschwenden. Was haben wir da drin? Alle für einen? Okay, wait a second. Obviously we're gonna do Stromlinie. Hologramm. Alle für einen. Rückstoß, alle für einen, haben wir es nächste Runde auch noch. Däne, Strahlenzelle in die Augen, Stromlinie, Strahlkralle, Kralle, Kralle. Systemstab bleibt, wo er ist. Servus, ein bisschen Sepp. Dann in die Augen, ne, warte, doppelt. Nochmal Doppelkralle. Macht mehr Sinn. Ja, du bist eh hin, weil ich kann gleich nochmal alle für einen machen. Bamsty! Diesmal haben wir keinen Schaden genommen. Okay. Zumindest ein bisschen Punkte gemacht. Nöp, nix. Sicher nicht. Samtalsband. Ewige... Ja, ich meine, sind die klar ewige Feder, oder? Die Heilung. Das andere ist aktiv negativ. Hätte sehr negative Effekte auf mein Deck. Der Rest ist leiwand. Ist ein super Daily diesmal. Ob jetzt ein Sepp. Echt spaßig. Das ist, glaube ich, neu. Dieser Modifikator, den hatte ich vorher noch nie, das Sealed Deck. Ich stelle dir ein Deck, in dem du aus 30 zufälligen Karten wählst. Das ist echt nett mal zur Abwechslung. Dass ich von Anfang an mit einer Idee sozusagen was zusammenstellen kann. Wieso schaue ich da drauf, wenn wir noch einen Part haben? Oh mein Gott. What a genius. Einmal Kälte. Dann machen wir... Auf wen gehen wir los? Das erste, gehen wir fest auf dich. Wie viel Block brauche ich?
Ich glaube, Systemstab brauchen wir nicht, oder? Nein. Saudele. Nun. Wenn alle vereinen, will ich definitiv einmal machen. Gehen wir auf dich mal als erstes los. Alle vereinen. Jetzt. Nochmal Kralle. Nochmal Kralle. Oh, ist das schade. Dann dich weggekillt. Jetzt kriegen wir Echo-Form. Spiel mal. Dann noch einmal Kralle. Muss ich noch? Nein, oder? Wir sind auf 18. Das macht 18. Ich muss den Systemstart nicht spielen. Das kann ich mir immer noch aufheben für den Notfall. Okay, nicht zu früh einen killen. Ist gerade wichtig. Nein! I'm a genius. Strahlenzelle, Kralle. Nicht zu früh einen killen wäre wichtig. Ist auch wurscht, glaube ich. Weil du genug Schaden machst mittlerweile. Eigentlich wollte ich noch schauen, dass ich mir den alle für einen holen kann. Nein, wir brauchen das halt. Wir brauchen eigentlich gar nichts mehr. Na, haben wir noch einen Shop? Hätte ich vorher schauen sollen. Ja, ganz am Schluss haben wir einen. Ra-do-do-do. Das heißt, das, dann machen wir Rückstoß, Stromlinie. Dann haben wir die alle Feinen drauf. Dann machen wir halt Systemstart und hauen in dem von euch beiden noch die Stromlinie drauf. Mhm. Okay, Sprung. In die Augen. Autschi. Einmal Kralle. Autschi. Batterie laden. Nochmal Kralle. Nächstens haben wir die Krallen ein bisschen auftrainiert für den Moment. Das ist gut. Was nicht gut ist. Okay, ist es jetzt doppelt eigentlich? Ah nein, wir haben Echo-Form noch da, also habe ich es noch nicht gespielt. Es ist also nur einmal, was die Sache auch nicht unbedingt besser macht. Kill mal dich weg. Autschi, by the way. Jetzt kriegen wir die Echo-Form. Spielen wir es halt! Ich würde die gerne Strahlenzelle drauf haben, weil das für später relativ leiwerend wäre. Kurz Sprung und dann nochmal eine Kralle hier draufgehauen. Okay, kommen wir wenigstens langsam wohin. Langsam aber doch. Wir machen jetzt einfach doppelt Batterie laden. Damit man hier ordentlich drauf fahren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man deswegen Schaden nimmt. Oh, danke für den Glückwunsch. Ja, es war jetzt ein bisschen langsamer, die über den Sommer. Mal schauen. Maybe it picks back up. Danke. Kälte, Systemstab, Batterie laden, Sprung in die Augen. Wir machen das und jetzt muss ich eigentlich schon fast gar nichts mehr machen. Ich meine, Batterie laden, logischerweise, und den Sprung können wir genauso gut spielen wie nicht spielen. Die Geschicklichkeitskrank will ich mir für den Endboss aufbewahren. Die könnte ich auch jetzt spielen, eigentlich. Okay, wir haben jetzt Echo-Form. Nein, wir haben Echo-Form nicht gespielt. Jetzt bin ich schon paranoid, dass ich Echo-Form habe, wenn ich es gar nicht habe. Ich meine, wir können eh alles spielen. Können wir die irgendwie killen? Ah, ich hätte Rückstoß das machen sollen. Ja, wir können nicht killen, maybe? Ah, das ist just Bullshit. Bamsty. Nice. Jetzt nehmen wir 2 Schaden, aber wenigstens nicht so viel. Also, wenn ich die 1000 schaffe dieses Jahr, dann muss ich ein Wunder. Dann müsste ich nochmal einen Slay the Spire neu machen. Slay the Spire hat mega viel gebracht. In so ein Spiel finden. Das zu mir passt. Aber es ist auch, ich meine, 800, das ist schon mega cool. Wo hau ich die Stromlinie drauf? Nicht da, weil du, jetzt hast du wieder Echo-Form, du Vollkoffer. es ist so schön, wenn man ein Deck hat, was völlig wurscht ist, wenn man nur Scheiße baut die ganze Zeit, weil das Deck so gut ist, dass man trotzdem gewinnt. Nein, will ich alles nicht. Dankeschön. So, den Elite würde ich gerne... Ich will mich eh nicht heilen. Verbessere alle Karten, bringt aber auch irgendwie nichts, oder? Was ist denn nicht verbessert? Die ganzen Krallen? Let's go. Außerdem habe ich das noch nie gemacht. Es ist natürlich, wenn wir jetzt irgendwo voll aufs Maul bekommen, war es ein ziemliches Risiko und könnte das Ende dieses wunderschönen Mannes bedeuten. Aber ich hoffe das natürlich nicht. Ich bin dagegen, wenn ich was dazu zu sagen habe. Wir machen mal Hologramm. Können wir dich killen? Wir können dich um 1 nicht killen. Das finde ich unsympathisch.
persönlich sehr, sehr unsympathisch, muss ich sagen. Ich hätte dich nämlich wirklich gern gekillt, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Das hätte mir großen Spaß gemacht. Na, der ein bisschen gelacht. Ey, okay, das ist not good. Du bist immer noch nicht hin? Okay, du stirbst jetzt einmal mit deinem... Mich? Ja, eigentlich will ich das machen. Da kann ich... Doch, da kann ich immer noch das machen. Heidi, dann stirbst jetzt... Du mal... Genau, dann stirbst du mal... Genau. Oh, und wir kriegen's... Ha! Das war sehr elegant gemacht von mir, aus Versehen. Dann... Habe ich... Ne, ich hatte die Strahlenzelle eigentlich drauf. Dann stirbst du trotzdem gleich einmal. Bam. Right, dann haben wir dir das noch drauf. Dann machen wir alle für einen. So, und jetzt kriegst du nochmal Strahlenzelle, Kralle, Kralle, Kralle. 31. Wir kriegen schon wieder Schaden, oder? Ich hasse es. 31. Oh mein Gott. 3 Schaden. God fucking damn it. Ich hätte es verhindern können. Immer so arschknapp. Die 13 Block und die Hand behalten auch eine Idee. Also ich kann nicht. Muss ich jetzt ausruhen? Ich kann doch gar nicht mehr ausruhen. Shit! What the fuck? Okay, das heißt, ich muss jetzt. Ich muss mir eine. Ich nehme Stapel. Ich nehme Stapel nur, dass ich das nächste Mal schmieden kann. Weil sonst komme ich auf fucking 55 Leben runter. Okay, I didn't see that one coming. Shit. Okay. Wir machen mal Kälte. Einmal Stapel. Nicht Stapel. Krall. Ja, und ich darf jetzt auf keinen Fall schmieden. Vor dem nächsten Fall. Hoffentlich kriege ich noch irgendwo eine Kralle oder so. Dass ich mir eine Karte nehmen kann, ohne dass es mir wehtut im Herzen. Die ich dann schmieden kann beim Feuer. In die Augen mal bei dir, Kralle. Obviously alle für einen. Obviously. Dann da einmal in die Augen. Strahlenzelle, Kralle, Kralle. Zu knapp. Einmal Sprung, zweimal Sprung, reicht. Wollen wir Systemstart nicht vergeuden? Echoform. Wobei, ich meine, es ist auch schon ein bisschen übertrieben, jetzt Echoform zu machen. Weil sie gleich vorbei ist. Kralle, Kralle. Und wieder schauen. Na, ich will nicht noch eine Stromlinie, das ist übertrieben. Noch eine Kralle wäre cool. Du nervst manchmal. Oh, das ist kein guter Anfang. Oh, das ist gar kein guter Anfang. Nehmen wir mal alle für einen Sprung und Batterie laden. Achso, ich könnte. Bin nochmal als Endboss. Weil die haben eh meistens nicht in den. In den Malus, oder? Ne. Ja, dann machen wir es doch jetzt. Einmal Kralle, zweimal Kralle, dreimal Kralle. Alle für einen. Und einmal Kralle, zweimal Kralle, dreimal Kralle. Wonderful. In die Augen. Ja, ich hätte erst Strahlenzelle machen sollen. Egal. Dann das, dann das, dann das. Ich will ein bisschen Schaden an mir machen. Wieder eine bodenlose Frechheit eigentlich. Wieder schauen. Nope, brauche ich jetzt nicht. Dankeschön. Interagieren. Will eine farblose Karte für den Deck. Oh, die kann ich verbessern bei der zweiten. Planung könnte man mit Dings machen. Oder bandagieren bringt nicht mehr so viel. Ich glaube, wir machen Planung. Einmal Kälte. Denn müssen wir zuerst dich killen am besten. Einmal Sprung. Der 20. Reicht mit Stapel gerade, oder? Ja. Na, es wäre schon vorher genug gewesen. Upsi. Ich dachte, sie machen 20 Schanzen. Mein Failure. Wir könnten jetzt eigentlich die Echoform, aber es ist wurscht. Das ist eine Sache, wo der jetzt die Planung nimmt, nur Platz ein und bringt mir nichts, weil ich eh genug Energie habe, um alles zu spielen. Also für was die Echoform aufschieben. Ich bitte. Stirb doch. What a sad story. Ich glaube, wir müssen trotzdem einen doppelten Sprung machen.
Und die doppelte Kralle natürlich lärmend gewesen, ne? Wie ich jetzt. Ich glaube, ich greife zuerst ihn an. Wie oft kann ich dich machen? Ich kann dich zweimal machen, auf alle Fälle. Dich sollte ich killen können, eigentlich. Yes. Oh, ich kann dich mehr als zweimal machen. Warte mal. Nochmal alle fein. Ich darf killen jetzt einfach dich weg und damit hätte sich das erledigt. Ich hätte es nämlich noch. Ich hätte sie mir noch auf den Nachtsichtstapel legen können auch. Erhalte eine zufällige Macht auf die Antisekunde in diesem Zug 0 erschöpft. Nee. Bin ich schon ein bisschen unzufrieden mit den beiden Karten. Lege eine beliebige Anzahl Handkarten oder deine Sekunden 0, bis du sie spielst. Nee, wir machen mal den Stapel. Ich meine, wir machen eh beides besser, das ist irgendwie relativ wurscht. Also ich krieg hier noch eine Kralle oder so. Fokus ist gar nicht so schlecht für einfach mehr Block. Ja, wir nehmen uns den mehr Block und einen Blocktrank für und einen Stärketrank für den Boss und ein Zockegebräu für den Boss. Und. Nee, ich kann Planung nicht loswerden. Ich hätte Planung schmieden sollen und dann Planung loswerden sollen. That would have been the play. Wobei komme ich. Ich komme eh nicht auf mehr, oder? Ist es schlimm, wenn ich nochmal 5. Weißt was? Fuck it. Wir verlieren lieber nochmal 5 Trefferpunkte. Dass ich diese blöde Karte da habe. Nein, ich will. Nein, ich will auch kein weiteres Hologramm. It's fine. Okay. Ist irgendwie logisch. Einmal Kälte. Einmal Systemstart. Wir kriegen gleich am Anfang Schaden. Ma, ist das fad. Müsste nicht sein, wenn ich eine Kralle gewillt. Na, müsste überhaupt nicht sein. Nummer 1, sauf das ganze Zeug, du Trottel, wenn du es schon hast. Mit Block nicht, oder? Jetzt schon im Block, ja. Fangen wir so an. Dafür haben wir 3 Krallen, das heißt, die fangen gleich einmal zügig hier an. Which is good. Also kein Schaden für den Anfang. Ihr habt alle Artefakte. Wieso habe ich noch nicht die Karte, die ich eigentlich haben will? Moment mal, Moment mal. Kann ich noch einmal aushalten? Habe ich genug Block? Nein. Ja, nein. Lang nicht genug Block. Ich werde es aber nicht schaffen, glaube ich, hier. Das ist, wenn wir... Ja, willst du wie ich ihn weggeben? Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob das es bringt. Moment mal. Wir machen so, 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 so. Aber ich meine, da sind wir auch nicht viel näher dran, nicht zu killen das nächste Mal. Und der Schaden wird immer schlimmer. Oh, die Echoform würde ich gerne spielen. Kann ich überhaupt genug blocken? Ich kann 28. Ja, ich kann genug blocken. Na, dann probieren wir es noch ohne Echoform. Ich kann noch genug Blocken und Echoform machen, aber ich muss langsam killen und das kann ich nur für alle, mit allen für einen. Auch wenn ich ihn nicht ganz kille. Aber wir kommen zumindest wesentlich näher dem Ziel. Sprung, Sprung und Echoform geht leider nicht dabei. Okay, das heißt, wenn ich jetzt genug Angriffe bekomme, machst du jetzt gar keinen Schaden und du greifst nicht an. Oh fuck, that's bad. Das killt dich einfach nicht. Warte, wir sind nicht doppelt. Ah, die Benommen mussten die Benommen jetzt. Wie viel Benommen habe ich? Das ist ein bisschen Pech, dass ich 2 Benommen habe. Ja, wir können das nicht wegverteidigen und er stirbt leider nicht. Und there's nothing I can do about it. Schade. Das ist jetzt überhaupt blöd. I might actually fucking die. Okay. 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 Du musst sterben, damit ich eine Energie mehr bekomme. Aber ich habe da so viele Karten unten. Nein, nix. Das ist, du bist nicht mal so wichtig diesmal. Dann spielen wir einfach mal Echoform? Ah, no. Mittlerweile bin ich verwirrt. Ja, blocken wir diesmal viel. Das nächste Mal greifst du wieder an, dann werde ich dich wohl killen können. I don't like how this went at all.
Warum war das jetzt zweimal? Verstehe ich nicht ganz. Naja, wir könnten leicht sterben. Ich hoffe nicht, dass es der Fall ist. 40. Wir müssen nicht so viel. Ich schiebe es. That's a close one again. Ich meine, wir sollten ihn definitiv killen, eigentlich. Aber dafür, wie gut das Deck war, war das knapp, als es hätte sein sollen. Hier hängt das Shagger. Ich habe keine Ahnung, ist es bei den anderen auch so oder ist das nur bei Shagger, dass sich der Kanal aufhängt? Das tut mir leid. Simon, ja, es war jetzt schade. Das Deck war eigentlich gut, aber der letzte Kampf war jetzt ein bisschen für den Arsch. Und auch die Elite haben immer so knapp nicht ohne Schaden nehmen besiegt. Und das hat mein Score leider ziemlich getankt. Ich nehme mal an, die Scores sind ziemlich hoch bei dem gewesen. Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Warte mal, kannst du nicht auszucken? Danke. What the fuck ist 10.000? Ah nein, die Scores sind ziemlich niedrig. Interesting. Ja, wir sind gar nicht so schlecht mit 778. Lustig. Weil eigentlich war der nicht schlimm, der Run. Na, egal.